Ich heiße Werner Schmidt, bin Architekt in der Schweiz. Ich arbeite und lebe dort. Ich habe mein Studium 1989 vollendet in Wien und seit dieser Zeit bin ich da in den Schweizer Bergen und baue alles Mögliche. Ein Thema, was mich die letzten Jahre immer mehr beschäftigt, ist das Thema mit dem Strohballenbau. Es hat begonnen ungefähr vor 15 Jahren. Damals hat ein Freund von mir aus Australien hat er mir ein Buch gesandt und es hieß Strawbale Construction. Und er hat geschrieben, er glaubt, es könnte mich interessieren. Und damals habe ich zum ersten Mal gehört von Strohballenbau. Und ich habe gedacht, so ein Blödsinn, was soll das? Ich habe ursprünglich eine Maurerlehre gemacht und für mich sind Ziegel und Beton und Zement, das waren die Sachen. Und dann kam da einer und hat gesagt, ja, Strohballen, das ist es. Und irgendwie hat es mir dann trotzdem keine Ruhe gelassen und ich habe dann verschiedene Versuche gemacht, ganze Ecken aufgemauert mit Türen und Fenstern und ich war sehr überrascht, wie gut das funktioniert hat. In der Folge war ich dann in New Mexico und dort war ich 2 Monate und ich konnte bei einem Strohballenbau mitarbeiten, wie wir das aufgebaut haben. Es war ein erdbebensicheres Strohhaus und ich habe dann sicher 50 solche Strohballengebäude angeschaut. Die Folge war dann, dass ich jedes Projekt, das ich gemacht habe, jeder Bauherr hat 2 Projekte bekommen, ein normales, konventionelles und eines mit Strohballenbau. Das hat dann ungefähr 7 Jahre gedauert, bis der erste dann den Mut hatte, es auch umzusetzen. Ich werde Ihnen dieses Haus auch zeigen. Es steht immer noch, der Bauherr lädt mich immer noch zum Abendessen ein und ist immer noch glücklich, schaut immer noch gesund aus. Und wir haben eben im Vorfeld sicher etwa 10 solche Projekte gemacht, aber es hat sich gelohnt, ich habe auch bei diesen Projekten sehr viel gelernt. Heute Abend werde ich Ihnen verschiedene Sachen zeigen, eigentlich aus dieser Arbeit der letzten Jahre. Und zwar, der Vortrag ist in 3 Teile gegliedert. Einmal ist eine Einführung, da kommt ein kleiner Film über die Geschichte, über den Brandschutz, Feuerbeständigkeit. Da drin werde ich Ihnen auch erzählen über Tests, die wir gemacht haben, betreffend Belastbarkeit, dann bestimmte Vergleiche und das Thema Kosten ebenfalls. In diesem Bereich, das ist der größte Bereich, da zeige ich Ihnen in einem ersten Teil von uns realisierte Bauten. Strohballen sind, glaube ich, 4 oder 5, die ich hier zeige, ein Teil davon von allen. Und der zweite Teil ist dann, sind 5 Strohballenprojekte, die momentan in Planung sind, bei denen wir teilweise die Genehmigung bereits haben und teilweise sind wir bei Baueingabe und das machen. Zum ersten Teil. Bei diesem ersten Teil zur Einführung setzt sich zusammen aus einem Videoausschnitt, dauert etwa 5 Minuten. Dann das, was ich gesagt habe, die Belastungstests und ein Vergleich von Gebäuden aus Strohballen realisiert und konventionellen Gebäuden. Und dann das Thema Kosten. Jetzt zum ersten Teil dieses Videos. Einfach Stroh zu Gold spinnen. Nee, man muss nicht verrückt sein, aber man darf keine Angst davor haben, wie ein Verrückter dazustehen. Ich weiß, der Ballen, das ist eigentlich ein Teil, das kommt von da direkt. Und es ist nicht durch irgendeine Manufaktur oder durch eine Fabrik durchgelaufen, es ist nicht behandelt, das ist einfach ursprünglich. No way to put it into words, can express what I feel. Explain it to the world, though I know it's for real. Deep inside of me, something is growing. Ja, wir haben 90 Minuten Feuerwiderstand erreicht. Das ist ein sehr guter Wert. Also wir hätten nur für F30 gemusst, also 30 Minuten gebraucht für den Bau, wo wir das einsetzen wollen. Aber 90 Minuten, damit sind wir noch flexibler. Wir können eben damit im Grunde auch im mehrgeschossigen Wohnungsbau Wände errichten. Tatsächlich gibt es Strohballenhäuser für jeden Geschmack. Modernes Design oder Naturhausidylle. Das Stroh macht viele Formen möglich.
Das war einfach so ein kleiner Überblick, woher es kommt und warum man für sich man das, dass es Sinn macht, auch mit Strohballen zu bauen. Ich bin nicht der Meinung, dass man alle Gebäude so realisieren kann und muss, sondern es gibt aber viele, viele Gebäude, die man auf diese Art und Weise realisieren könnte. Jetzt hoffe ich, das funktioniert. Okay. Wir haben dann, bevor ich das erste Gebäude realisiert habe, das liegt auf 1300 Meter Höhe über Meer, wir haben da Schneelasten von etwa 650 Kilo pro Quadratmeter und das Ziel war, ein zweigeschossiges, lasttragendes Strohballenhaus zu bauen. Der Unterschied zwischen einem lasttragenden Strohballenhaus und einem mit Pfostenriegelkonstruktion ist, dass man beim lasttragenden Strohballenhaus stapelt man die Strohballen einfach übereinander und die ganzen Lasten oder die meisten Lasten gehen über diese Strohballen nach hinunter in die Fundamente. Bei einer normalen Konstruktion, also mit Holz, man konstruiert ein Haus mit Holz, Pfosten- und Riegelkonstruktion und setzt das Stroh nur ein als Isolation. Man könnte ebenso gut auch ein anderes Isolationsmaterial einsetzen. Also man, diese zwei Varianten, entweder man macht eine Holzkonstruktion und stopft Stroh hinein als man macht eine Holzkonstruktion und stopft Stroh hinein als Isolation, oder man verwendet die Strohballen so, dass sie auch die Isolation sind und die Statik des Gebäudes übernehmen. Wir haben beides realisiert, ich zeige Ihnen beide Varianten später, wie das geht. Aber das erste war ein lasttragendes und wir haben davor dann Belastungstests gemacht bei der Fachhochschule in Chur und wir haben verschiedene einmal Kleinballen getestet, wie das ausschaut. Und wir haben auch größere Ballen getestet, die dann, wir haben bis 40 Tonnen draufgegeben, das ist unbelastet und da unten ist es dann belastet. Hier sieht man es, das ist in unbelastetem Zustand. Wir haben dann verschiedene Versuche gemacht, wie es ausschaut, wenn wir die Bänder zusätzlich verstärken, ob das irgendeinen Einfluss hat oder nicht. Und auch noch andere Möglichkeiten haben wir da versucht. Hier ist jetzt 40 Tonnen drauf. Man sieht, es ist leicht durchgebogen, aber dramatisch hat sich das nicht verändert. Hier sieht man, wir haben 40 Tonnen drauf gegeben. Das ist 400 Kilonewton sind 40 Tonnen. Also das hier ist 5 Tonnen, 10 Tonnen, 15, 20, 25, 30, 45 Tonnen. Und in diese Richtung sieht man, die Veränderung, was wir zusammengedrückt haben. Also hier ist es 20 mm zusammengedrückt, hier ist dann 100 mm zusammengedrückt. Da sieht man, wenn man hier hochfährt, dann haben wir 15 Tonnen haben wir draufgegeben und dann hat sich das, also diese 15 Tonnen waren auf die Größe von einer Jumbo-Balle, die ist 2,40 m mal 1,20 m, das sind knapp 3 Quadratmeter. Und man müsste jetzt, wenn man es pro Quadratmeter haben möchte, wäre das jetzt nur durch 15 Tonnen durch 3. Oder? Wir haben es dann immer belastet, nach 10 cm wieder entspannt. Man sieht, es ist praktisch, es ist weit zurückgegangen wieder. Und dann, das ist eigentlich normal, dass es dann einfach steiler ansteigt und wieder flacher wird. Oder? Aber was man sagen kann, das ist, es hat sich regelmäßig hat sich das verändert. Es ist nicht irgendwo, dass plötzlich ein Bruch ist. Das war am Anfang die erste Angst, dass dann plötzlich unter der Last diese Bänder brechen und dann bei einer Mecke eines Hauses das zusammenkracht. Aber die Bänder haben nie gekracht. Wenn man das jetzt zusammenfasst, kann man sagen, dass die Großballen können problemlos 40 Tonnen tragen. Oder? Also 14 Tonnen pro Quadratmeter ist problemlos möglich. Ich werde in nächster Zeit mal einen größeren Test machen, wo ich 100 Tonnen auf so eine Balle gebe. Ich möchte mal schauen, was dann geschieht, einfach wie weit das geht. Und wir konnten nur 40 Tonnen, weil die Maschine konnte nicht mehr. Dann, die Strohballen haben ein elastisches Verhalten. Da haben wir gesehen, wenn man dann die Last wieder wegnimmt, eine halbe Stunde, Stunde später, war das fast wieder die ganze Größe. Es ist wieder hoch geworden. Und das Elastizitätsmodul ist 0,3 bis 0,5 Newton pro Quadratmillimeter. Das ist ungefähr so wie ein Moorboden für den Ingenieur. Jetzt ein Vergleich von konventionellen Materialien mit Strohballen. Hier, bei diesem Vergleich, hat die ETH Zürich, vor 2 Jahren haben sie verschiedene Häuser untersucht, und zwar konventionelle Häuser, dann alte Häuser, aber konventionell realisiert.
dann konventionelle neuere Häuser. Und das sind bei uns heißt das Minergiehäuser, in Deutschland heißt es Passivhäuser. Und man sieht hier auf der Seite, das sind die Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Das heißt jetzt zum Beispiel, ein altes konventionelles Haus benötigt pro Quadratmeter und Jahr ca. 190 Kilowattstunden, um es zu heizen. Und ein konventionelles neues Haus vielleicht 70. Dann ein Minergie-P-Haus bei uns, das von alles, was 30 Kilowattstunden abwärts ist, ist so eines, das Haus 4, 3, 2, 1. Das sind verschiedene stehende Häuser. Und Sie haben auch das Strohballenhaus, das wir realisiert haben, vor 7 Jahren untersucht, und das hat 1,4. Das Interessante, ja, wir kommen dazu später. Hier ist eine ähnliche Zusammenstellung in einem anderen Zusammenhang. Und zwar wurde hier das ist das alte, ein altes Haus, konventionelles Haus heute, und ein Strohballenhaus. Man sieht hier die Heizenergie in Kilowattstunden pro Quadratmeter im Jahr. Das ist die gleiche Zahl, die wir vorher gehabt haben. Das ist dieses alte Haus mit den 190 Kilowattstunden. Dann die neueren Häuser, konventionelle, brauchen vielleicht 70 oder vielleicht sind es dann 80 oder 60. Und ein Strohballenhaus entsprechend, mit der entsprechenden Wanddichte ist noch 11 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Aber speziell an dieser Zusammenstellung finde ich, dass man, hier kommt die graue Energie, also das ist die Energie, die notwendig ist, um den Baustoff zu erstellen und auf die Baustelle zu transportieren. Wenn man über Energie spricht, ist das auch ein wesentlicher Teil. Und hier sieht man die graue Energie in Megajoule pro Quadratmeter bei den Häusern. Ein Altbau, der brauchte nicht so wahnsinnig viel solche Energie. Man weiß nicht genau, wie viel das da aufgewendet wurde. Aber bei einem konventionellen Haus heute, laut dieser Rechnung, ist es 1543 Megajoule pro Quadratmeter und das Strohballenhaus 192. Wichtig ist dieser Unterschied, das und das. Oder ein Strohballenhaus braucht ungefähr, wenn man die gleiche Nettogeschossfläche realisiert damit, oder ungefähr vielleicht 15% von der Energie, die sonst notwendig ist, um ein Gebäude in konventioneller Art und Weise zu realisieren. Das ist ein anderer Vergleich, und zwar dieser Landewert, das ist ein Wert, der ist materialbezogen und er sagt einfach aus, wie isolationsfähig ein bestimmtes Material ist. Man sieht, hier unten ist verglichen, Naturstein ist das ungefähr 2,3 Watt Quadratmeter Kelvin. Ein Beton ist da oben, ist 1,8. Und dann kommt hier die normalen Isolationsmaterialien. Steinwolle, Holzfaserplatte, Formglas, Polystyren, Stroh. Man kann das weit ergänzen. Das ist immer im Bereich von 0,045, 0,044, 0,048. Da drin liegt das. Das soll einfach zeigen, dass eigentlich von der Isolationsfähigkeit der Stroh genau gleich ist wie entsprechende moderne Isolationsmaterialien. Das kann Kork sein oder es kann Formglas sein, es kann Zellulose sein. Das ist alles ungefähr gleich. Hier sieht man den Vergleich betreffend der Kosten. Hier sind wieder die Materialien, die wir vorgesehen haben. Formglas, Holzfaserplatte, Steinwolle, Polystyren und der Stroh. Das haben wir da 2006 zusammengestellt, und zwar sind das US-Dollar. Aber man sieht bereits hier, das Stroh, das kostet etwa 20, der Kubikmeter Stroh kostet etwa 20 US-Dollar damals. Heute ist vielleicht dann 20 Euro oder 30 Euro, irgend sowas. Aber wenn ich dann das gleiche Material in Formglas nehme oder in Steinwolle, dann explodiert das. Und das, was Sie hier sehen, das ist jetzt bereits alles viel höher. Und der Grund ist, weil alle diese Materialien brauchen sehr viel Energie, um sie zu erzeugen. Und deshalb steigt dieser Preis. Die Zusammenfassung ist, der Isolationswert, der Landewert oder von Strohballen ist gleich gut wie moderne Isolationsmaterialien. Die Kosten des Isolationsmaterials bei der Strohballe ist sicher 20 oder jetzt noch mehr, 20 bis 30 Mal tiefer als der Preis von einem konventionellen Material. Wenn man aus Strohballen ein konventionelles Haus, aus Strohballen ein Haus realisiert, dann kann man
für den gleichen Preis wie ein konventionelles Haus ein Haus realisieren, das praktisch keine Heizung mehr benötigt. Die graue Energie ist nur ca. 10-15% beim Stroh und in der Zukunft wird es kein Sondermüll sein, wenn man Stroh bei Häusern abbricht. Zu den Kosten, da muss man unterscheiden. Und zwar, wenn man ein Haus im Selbstbau realisiert, dann kann man im Strohballenbau bei einer einfachen Konstruktion kann man sehr günstig das realisieren. Aber man braucht das fachliche Können dazu, man braucht gewisse Werkzeuge muss man haben und man braucht die Zeit, die man darauf verwenden will und kann, um so ein Gebäude zu realisieren. Es ist möglich, absolut. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Leute sich meistens überschätzen, dass sie glauben, man schafft das in kürzester Zeit oder noch schneller als ein normaler Baufachmann oder Handwerker. Und das geht nicht. Oder wenn jemand sich die Zeit nimmt und Zeit hat und bereit ist, auch mal bei Regen zu arbeiten und nicht zwei linke Hände hat, dann ist das eine tolle Erfahrung, man kann das machen, aber man darf es nicht unterschätzen von der Zeit her. Aber man kann dann günstig ein Strohballenhaus bauen. Wenn man es realisiert durch offizielle Firmen, eine normale Firma, die ihre Arbeiter normal entlöhnt und die eine ganze Infrastruktur erhalten muss, die ganzen Maschinen sind da, alles, dann würde ich sagen, dass ein Strohballenhaus in etwa gleich viel kostet wie ein konventionelles Haus. Der Gewinn, den man daraus zieht, ist nicht der Erstellungspreis, sondern das ist dann die Betriebskosten. Wenn man ein Strohballenhaus entsprechend baut, dann sind praktisch keine Heizkosten mehr notwendig, je nach Situation oder Lage, wo man das Gebäude erstellt. Aber ja, dazu ist noch zu sagen, dass man sagen kann, tendenziell kann man sagen, dass ein lasttragendes Strohballenhaus günstiger ist als ein normales Haus. Vielleicht ist es dann 10% am Schluss. Und wenn man ein Strohballenhaus macht, wo man eine Holzkonstruktion realisiert und das mit Stroh isoliert, dann wird es in etwa gleich sein. Weil für den Preis spielt eigentlich die Küche in einem Strohhaus kostet gleich viel wie die Küche in einem normalen Haus und die Fenster kosten gleich viel, oder? Das ist alles, bleibt gleich. Der große Gewinn ist eigentlich, dass man dick isolieren kann, ohne dass die Kosten betreffend der Isolation explodieren. Was bei normalen Gebäuden, wenn man jetzt mit Steinwolle plötzlich 50 cm isoliert oder mehr, dann ist das ein großer finanzieller Aufwand, den man da betreiben muss. Beim Stroh spielt es keine Rolle. Hier sind einmal realisierte Strohballenbauten. Das ist das erste Haus, das wir machen konnten. 2002 wurde es fertig. Und das ist ein Haus, das ich in Zusammenarbeit mit Margaret Schwarz realisieren konnte, im Südtirol. Das ist wieder eines in der Nähe von Basel, was wir machen konnten. Dann kommt der zweite Teil von den realisierten Strohballenbauten, ist dann diese Ferienwohnung auf dem Bauernhof. Auf einem Bauernhof in Lana im Südtirol. Auch das Gebäude habe ich mit Margaret Schwarz zusammen realisieren können. Und das zweite ist Ferienwohnung auf dem Bauernhof, auch im Südtirol, auf der Nähe des Rischenpasses. Dann die geplanten Strohballenbauten, da ist ein kleines Einfamilienhaus, das wir letztes Jahr gebaut haben in der Nähe von Ulm. Dann ein unterirdisches Strohballenbau, was wir noch planen sind. Dann eine Sanierung, Umbau eines denkmalgeschützten Bauernhofes mit Strohballen. Dann ein Mehrfamilienhaus am Zürichsee ist das. Dann so eine kurze Studie von einer autarken Siedlung und dann ein exklusives Mehrfamilienhaus. Jetzt zum ersten. Das steht in Diesentis im Kanton Graubünden, wie gesagt, auf 1300 Meter Höhe und es steht am Hang, so über einer Mauer, die da ist. Wir haben es auf Stelzen gestellt. Der Bauherr wollte eine Möglichkeit, dass er später die da unten ausbauen kann. Im Moment steht es immer noch so auf Stelzen oben. Es ist ganz einfach, es ist ein U aus große aus Jumboballen, also die sind 1,20 Meter breit und 2,40 Meter lang und 70 hoch.
Und das, diese Südfront ist nach Südwesten. Und sonst ist es eigentlich ziemlich eigentlich geschlossen. Hier sieht man, wie es da auf den Stützen oben steht. Und es hat jetzt schon mehrere schwere Winter überlebt und es hat keinen einzigen Riss gegeben beim Gebäude. Und der Bauherr ist hier, die Bauherr und Bauherrin sind beides Psychologen und sie sind sehr genau. Er macht immer, nach Ostern macht er einen Kontrollgang und er ruft mich dann immer an, es hat immer noch keinen Riss. Und auch in der Gemeinde Diesentis, die Leute, die, ich denke, die hätten sich sehr gefreut, wenn das zusammengekracht wäre. Aber sie sind sehr erstaunt. Hier sieht man, wir haben einfach das Vordach, ist 2,80 Meter hier, geht darüber. Und das ist der Sonnenschutz für den Sommer gedacht. Wenn die Sonne hoch steht, dann ist die ganze Glasfront beschattet. Wir haben dann zusätzlich, haben wir hier oben, haben wir einen Beschattungssegel gemacht, kann man senkrecht runterziehen. Und zwar ist das da immer das Problem ist immer im Frühling, wenn die Sonne noch tief ist und es ist schon warm, dann besteht die Möglichkeit, dass sich das überhitzt. Wir haben hinten ein Fenster, wo man die Belüftung, Querlüftung machen kann. Und das gleiche Thema ist, wenn die Sonne wieder herunterkommt im Herbst und die Sonne ist schon tief und es ist noch nicht kalt, dann, wir haben das eigentlich für diesen Zeitraum gemacht. Im Sommer, also Juni, Juli, August, oder, da ist es kein Problem, da braucht man nichts, da ist alles beschattet durch diesen Übersprung oben. Hier sieht man da, wie die heruntergenossen haben. Das ist Lasttragen oder nicht Lasttragen? Das ist Lasttragen. Wie habt ihr die Träger vom Balkon befestigt? Die Träger unten, da ist die ganze Konstruktion, ist eigentlich ein Tisch aus Beton dort, oder? Ursprünglich wollte ich eine Holzkonstruktion machen dort, aber der Bauherr, der Bruder des Bauherrs ist Stahlbetoningenieur. Und ich habe sicher 7 Anläufe genommen und er hat immer gerechnet und immer kam heraus an der Rechnung, dass das mit dem Stahlbeton weitaus am günstigsten, am effektivsten und am besten ist. Und am Schluss habe ich gesagt, ja lieber baue ich das Ding halt mit Stahlbeton unten drin und damit hat es sich. Wir haben dann beim nächstfolgenden haben wir so Holz gemacht und diese Stahlträger hier sind dann an diesem Betonkranz. Da unten ist eine Betondecke und es hat wie einen Überzug und die sind da drin. Die Isolation ist dahinter, oder? Das. Und nach unten hin ist es mit Strohballen isoliert? Ja, es ist die Betondecke ist dort, oder? Die ist 20 cm stark und das Problem ist dann, 20 cm ist eigentlich eine Dampfsperre. Und damit wir das umgeben konnten, haben wir einfach jeden Quadratmeter 2 Löcher hineingemacht und dort kann dieser Dampfdruck weggehen. Das ist wie, es gibt so orange Chiles auf der Baustelle, die aus Plastik sind und die haben auch Löcher hineingestanzt, damit der Schweiß herauskommt. Das ist das Prinzip da und es hat sich sehr bewährt bis jetzt. Innen sieht man eigentlich, ja man sieht, einzig da hinten haben wir da ein kleines Fenster gemacht, wo man das Strohballen sieht. Die Amerikaner sagen the true window, Fenster der Wahrheit oder Wahrheitsfenster. Aber sonst sieht man nichts oder ist alles verputzt. Oder? Am Boden ist eben die Betonplatte, was wir vorgesprochen haben, dann ist darüber Split, 7 cm. Das haben wir gemacht, dass praktisch wie eine Drainage ist, dass wenn mal irgendwas schief gehen würde und Wasser hinuntergehen würde, dann würde das dort sofort in diesen Split hinein und würde durch die Löcher unten herauskommen, damit die Strohballen nicht konstant im Nassen liegen würden. Ich finde das ganz wichtig beim Strohballenbau, dass man immer diese, also Risiken, die unnötig sind, die würde ich nie eingehen. Und dass man eigentlich, ich weiß auch nicht, wie dort hinunter Wasser kommen soll, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass das immer irgendwas irgendwann mal irgendwie geschehen kann. Und wenn man das dann so macht, oder, dann ist das auch dann kein Problem. Oder nach Südwesten ist es komplett offen. Und bei diesen Häusern ist von Vorteil, wenn man in Gebieten lebt, wo nicht zu viel Nebel liegt, und zwar in den kritischen Monaten, das ist November, Dezember, Januar, Februar, dann
Weil dann steht die Sonne am tiefsten, dann braucht man am meisten Energie. Und hier in diesem Tisch ist dieses Problem gar nicht vorhanden. Und die brauchen pro Jahr ungefähr 2 Bananenschachteln voll Holz, um das Gebäude zu heizen. Und das brauchen sie auch nur wegen der Stimmung. Sie brauchen es nicht unbedingt wegen der Wärme. Oder die haben da, es war noch nie unter 17 Grad im Gebäude drin, auch wenn sie weg waren, die letzten 7 Jahre. Und das, wenn es jetzt viel tiefer gelegen ist, wo es wärmer ist, oder viel wärmer, wir haben hier manchmal minus 20 Grad, minus 25 Grad, das könnte auch minus 40 Grad sein, wenn die Sonne scheint, spielt gar keine Rolle, es würde warm sein da drin. Und das Problem ist, bei Häusern, die nicht in Gebieten liegen, also wenn jetzt ein Gebäude an einem Gebiet liegt, wo es vielleicht nur minus 5 Grad hat oder irgendwie, und es hat immer Nebel, dann spielt das keine Rolle, dann geht das. Weil das Gebäude verliert dann weniger Energie, verglichen mit hier oben, aber hat auch weniger Eintrag, weil Nebel ist. Schwierig wird es dann bei Gebäuden, die in so einem Zwischenbereich liegen, wo es auch minus 25 Grad ist, und wo aber immer manchmal 6 Wochen Nebel ist. Dort muss man es dann anders lösen, dass man die Fensterflächen entweder doppelt macht oder man macht Läden zum Schließen oder es gibt da verschiedene Maßnahmen, die man dann machen muss. Hier sieht man, das ist eine Thermografieaufnahme und Sie sehen jetzt, wo der sein Geld hingibt oder da. Die Farbe ist ganz anders, hat 4-5 Grad Unterschied der Oberfläche zwischen das konventionelle Haus und das da. Die Farben sind nicht wahnsinnig toll jetzt hier auf der Darstellung, aber man sieht immerhin, es ist ein großer Unterschied zwischen der Fläche und der Fläche. Oder? Und das Geld von dem Nachbarn, der verliert es dadurch, weil er da 4-5 Grad höhere Oberflächentemperatur hat als er hier. Hier ist nochmal das Gleiche. Oder? Diese Farbe da oben ist jetzt, weil da unten, wir haben die Aufnahme gemacht am Morgen um 5 Uhr, wo es noch dunkel war, und da oben ist ein Scheinwerfer. Und der hat da zeitlang darauf gezündet, oder? Und deshalb ist da ein bisschen höhere Temperatur. Hier sieht man, wie wir das aufgebaut haben. Wir haben einfach die Kästen, so Fensterkästen und Türkästen, und dazwischen ist dieses Stroh einfach aufgestapelt. Bei diesem Gebäude haben wir noch diese Bänder hineingelegt, damit wir dann den Putzträger, hier haben wir einen Putzträger gemacht, wie ein Hühnergitter, das haben wir hier zusammengebunden. Das machen wir aber jetzt nicht mehr. Es hat sich gezeigt, dass es nicht notwendig ist. Okay, das war das Haus in diesem Tis. Ja? Ja. Und zwar in dieser Höhenlage ist es wahrscheinlich mit dem Platzregen oder mit dem Regen, der plötzlich da ist und plötzlich wieder weg ist, auch kein so ein großes Thema, das bei uns aber sehr wohl ein Thema ist. Sind da immer x Quadratmeter Planen vorhanden, um das dann schnell einmal zuzudecken, bevor man wieder weiterbauen kann? Also das ist ja das einzige Problem, das sonst da sehe ich absolut. Ja. Nein, Ihre Frage betreffend, wenn man ein Holzhaus aufbaut, ist das ja auch ein Thema. Also wenn man eine Holzkonstruktion macht, ein normales Holzhaus. Oder? Da ist aber noch keine Isolierung drin. Wenn ich in der Lausitz eingefüllt wäre und es wäre offen, dann hätte ich ein Problem. Ne? Ja, aber hier war es so, wir haben das auch gedacht, dass das hier ein großes Problem sein würde. Und dann hat der Bauherr fliegt so Hängegleiterschirm, oder? Und er hat gesagt, ja, er kennt sich in langfristigen Wetterprognosen sehr gut aus, oder? Und er hat dann herausgesucht, dass die erste und die zweite Woche im August ist in der Schweiz die trockenste Zeit die letzten 50 Jahre gesehen, oder? Wir haben dann alles so organisiert und kaum haben wir begonnen, hat es geregnet. 2-3 Tage hat geregnet, oder? Aber wir haben das schon vorausgesehen. Wir nehmen immer, besorgen so viel Abdeckmaterial, dass man das alles abdecken kann. Meist versuchen wir, möglichst große Planen zu machen, die man einfach mit dem Kran einmal darüber geben kann. Wenn es jetzt die Strohballen von der Seite her etwas nass werden, dann spielt das gar keine Rolle. Aber es darf nicht eine Nacht lang von oben drauf regnen, weil wenn man dann weiterbaut, dann bleibt die Feuchtigkeit drin. Und wir haben das auch schon gehabt an bestimmten Stellen. Und dann wird es richtig heiß drin. Das wird dann, wir haben mal gemessen, es war etwa 80 Grad. Oder? Das muss man dann rausnehmen. Einfach, es beginnt dann wie zu gären. Und nach einer Zeit würde es dann zu stinken beginnen. Das sollte nicht sein, oder? Aber man muss das immer, es kann ja auch mal im Sommer ein Gewitter kommen, oder? Man muss das planen, oder? Und das muss auf der Baustelle sein, mit den Strohballen, mit all den Elementen. Was ist
wahrsten Sinne des Wortes planen. Ja, ich habe jetzt gesehen bei diesen Sachen, je mehr man es plant und desto runder läuft es nachher und desto mehr Freude macht das, einfach wenn das alles zusammenpasst. Und wir haben dann, wie wir diese Häuser aufbauen, bei dem Haus habe ich dann am Anfang ja auch, der Bauherr wollte ja wissen, was es kostet. Und ich habe dann versucht, bei verschiedenen Unternehmen habe ich versucht, Offerten dafür zu bekommen, das Stroh aufzumauern. Und die haben mich natürlich nur ausgelacht oder irgendwie gelächelt. Oder? Und am Schluss, nach dem vierten, habe ich gesagt, ja gut, dann machen wir es selber. Oder? Und wir haben dann einmal bei der Planung, ist alles zerlegt wie in einzelne Module, diese Fensterkisten, das Dach ist ein Element und der Stroh sind ja auch eigentlich Module oder Elemente, wie man das sagen will. Und ich habe dann das alles so organisiert, dass es am Tag X auf dem Platz ist. Ich habe dann eine Mannschaft organisiert, die in Regie, im Stundenaufwand das aufgebaut haben. Und das hat sich sehr bewährt. Wir haben jedes Strohballenhaus, das wir gemacht haben, auf diese Art und Weise gemacht, dass ich dann diesen Aufbau organisiere. Wenn der Bauherr mitarbeiten will oder er hat Freunde, die nicht zwei linke Hände haben, dann war auch schon nur alleine auf der Baustelle mit 5, 6 Leuten vom Bauherrenseite oder vom Zimmermann, der da mitgearbeitet hat oder diese Elemente geliefert hat. Und das hat sich so sehr bewährt, oder wenn jetzt ein Bauherr keinen Zugang hat oder das nicht machen möchte, dann komme ich mit der Mannschaft von 5 Leuten oder 6, je nachdem, die schon da mitgearbeitet haben. Also das hat sich so irgendwie eingespielt. Und wichtig ist auch in dem Fall, das ist nicht wie ein konventionelles Mauerwerkgebäude, da ist der Baumeister dran, mauert das auf und dann kommt der Zimmermann und setzt das Dach. Bei dem ist dann immer, man mauert es auf mit Strohballen, dann muss wieder Elemente aus Holz versetzt werden und dann muss wieder ein paar Strohballen, oder es ist so ein Mischding. Das wäre wieder, wenn der Baumeister dann wieder Holzteile setzen würde oder der Mauer und umgekehrt. Und so hat sich das eigentlich bewährt, ja. Bitte? Aber was ungefähr zu den Baukosten sagen, ohne die Eigenbeteiligung? Also wenn jetzt 4 Eigenbeteiligung wäre, bei dem Haus jetzt ungefähr, nochmal so eine Summe machen. Also dieses Haus, wenn ich jetzt vergleiche, wenn man jetzt gleiche Nettogeschossfläche konventionell gebaut hätte, oder das meinen Sie, dann stellt sich noch die Frage, wenn ich jetzt die gleichen Isolationswerten erreichen möchte, auf konventionelle Art und Weise, oder dieses Haus, dann wäre es viel teurer. Viel heißt sicher 30% teurer, ein konventionelles Haus. Einfach weil die Isolation so viel kostet, oder? Wenn ich jetzt ein konventionelles Haus baue, das vielleicht 10-mal schlechteren Isolationswert hat, oder dann ist es, war das Haus hier vielleicht 5 oder 10% günstiger als dieses konventionelle Haus. Aber der große Gewinn ist eigentlich diese große Isolationsfähigkeit, die man hier bekommt durch das Stroh, weil es spielt beim Stroh von den Kosten her keine Rolle, ob ich 1,20 Meter oder 50 oder 80 mache. Ich zeige Ihnen mehr, vielleicht kann ich dann noch einige Fragen beantworten. Irgendwelche Salze sind nicht dabei beim Stroh? Salze? Also wir haben damals, als dieses Haus aufgebaut wurde, war in der Nähe von Rieneck, das war in der Schweiz, hat ein anderer Architekt ein Strohballenhaus aufgebaut und das war eine Katastrophe dort, oder? Weil er hatte aber kein Verständnis für Bauphysik, er hat viele Fehler gemacht. Er hat das Dach nicht unterlüftet, oder? Das sind Grundsatzfehler. Oder? Er hat dann Unterlagsböden gemacht mit Kirschsteinen. Einfach weil meine Großmutter hat das auch gehabt, Kirschsteine, die sie dann in den Ofen gelegt hat. Und dann haben wir sie im Sack mit ins Bett, als Bettflasche. Und weil die Kirschsteine speichern relativ viel anscheinend Energie. Er wollte die Böden so machen, was ihr Sinn macht. Und er hat aber einen Aspekt außer Acht gelassen, und zwar, dass die Bauherren haben jeden zweiten Tag haben sie den ganzen Boden feucht aufgenommen. Dann hatten die Kirschsteine schön warm und haben genügend Feuchtigkeit und dann hat das überall gerissen, weil die haben begonnen zu wachsen drinnen. Oder lauter so Zeug war da. Aber, und dann waren auch verschiedene Tiere drinnen, alles Mögliche. Und dann war natürlich mein Bauherr aufgeschreckt und wir haben da Untersuchungen gemacht. Da gibt dann ein Landwirtschaftsamt in der Schweiz und die haben uns dann gesagt, ja, es gibt 2 Möglichkeiten, um die Viecher da abzutöten, die drinnen sind. Eine ist, dass wir
eine Scheune mit Plastik einkleiden, alles hinein und dann irgendein Gas hinein. Dann darf man 3 Tage nicht hinein und dann muss man die Türen öffnen und eine Woche warten und dann darf man die Ballen wieder rausnehmen. Und die andere Methode sei, wenn wir das anwenden würden, wie wenn man Holz imprägniert, oder? Wenn man Holz imprägniert, stecken Sie das in einen Raum, machen Vakuum darin und saugen die ganze Luft aus den Poren heraus des Holzes. Dann lassen Sie Borsalz in Wasserform, oder? Borsalz ist eine Sache, oder es gibt andere, die Sie dann schlagartig hineinlassen und das Holz saugt das alles auf bis in die Poren. Wir haben dann das mit der Strohballe gemacht, in der großen, die war 320 Kilo. Dann haben wir das gemacht, dann war sie 600 Kilo, oder? Die hat, am Schluss haben wir gesagt, nein, wir machen nichts, oder? Weil es ist Blödsinn, oder, das zu machen, oder? Nach meiner Ansicht. Und es hat sich bis jetzt bewährt, oder? Wir hatten nie Probleme, eigentlich. Das ist ein Haus, was in Zusammenarbeit mit Margaret Schwarz im Südtirol entstanden ist. Das Haus steht in Kurtatsch, das ist von Meran noch eine halbe Stunde weiter im Süden. Dieses Haus ist eine Holzkonstruktion mit Strohballen als Isolation drin. Es hat hier ist auch wieder dieses Vordach als Beschattung gedacht. Hinten, das ist ein Keller, der runtergeht. Und oben ist einfach eine schöne Aussicht ins Tal hinunter. Es schaut fertig. Hat es dann so ausgeschaut, außen ist Kalkputz jetzt und unten drin ist einfach eine Holzkonstruktion. Man sieht das jetzt, glaube ich, das ist von der anderen Seite. Hier ist auch das Gleiche, hier ist keine Beschattung. Im Süden schützt dieses Vordach die ganze Fassade vorne. Hier gab es eine Terrasse hinaus, oder wollte er eine Terrasse heraus, und unten drin ist die Küche. Und dann hatten wir Angst, dass die Küche zu dunkel würde, und wir haben dann innen hier, hinter diesem Glas, den ganzen Boden aus Glas gemacht. Man sieht es dann später noch. Das ist hier oben. Das hat sich sehr eigentlich bewährt, auch von den Kosten her ist es gleich teuer, wie wenn man eine Massivholzdecke macht. Auf den anderen Gebäuden haben wir das gemacht. Und wenn man die Kosten vergleicht, war das Gleiche. Und die Kinder, die sitzen immer hier oben. Sie können dann darunter schauen, was gekocht wird und was funktioniert. Das ist der Treppenaufgang, das sind Apfelbäume. Der Bauherr war ein Apfelbauer. Und die alten Apfelbäume haben wir da, die Treppe und die Bodenbeläge unten gemacht. Hier sieht man, die ganze Dachkonstruktion ist so, dass die haben wir so geplant, dass die Strohballen genau hineinpassen. Das ist mit 50 cm isoliert, die Höhe, kleine Ballen haben wir da hineingetan. Hier sieht man, dass man einfach, die Abstände waren so, dass das dann möglichst hineingepasst hat. Wobei das bei den Strohballen ist immer so, dass wir haben schon jene Male geplant nach den Ballen, die der Bauer gesagt hat, würden wir bekommen und es hat nie gestimmt. Oder entweder waren sie 1 cm, 2 cm breiter oder ein bisschen länger und ich habe es aufgegeben, dass man diese Maße auf den Zentimeter hinkriegt. Jetzt planen wir so, dass wir einfach 10 cm oder 15 cm Puffer machen, wo man das ausgleichen kann. Sonst ist immer ein Ärger. Okay, das ist dann das nächste Haus, das wir gemacht haben vor etwa 4-5 Jahren, das ist in der Nähe von Basel. Das ist ein Einfamilienhaus und dieses Haus war nach Südwesten, war auch eine Glasfassade. Die Beschattung haben wir gelöst mit einer Markise, die herauskommt und ringsherum sind kalte Räume. Da drinnen sind die Fahrräder und einfach Abstellraum für Rasenmäher und solche Sachen. Es hat im unteren Geschoss ist auch wieder eine 20 breite Wand, das gleiche. Nach Südwesten haben wir die Glasfassade gemacht und das sind diese Nebenräume. Da ringsherum ist alles kalt. Das ist Terrasse und hinten sind offener gedeckte Außensitzplatz und dann hat sie hier Abstellräume. Jetzt ist hier schon eine Werkstatt und da sind jetzt Esswaren drin und hier sind die Fahrräder drin. Und bei dem Haus haben wir das obere Geschoss dann gemacht,
aus kleineren Ballen, das ist nur 50 cm Ballen. Und zwar können wir das machen, weil in der Nähe von Basel ist die Schneelast nur 90 Kilo pro Quadratmeter. Und in diesem Dies war das 650 Kilo pro Quadratmeter. Dann haben wir gesagt, der Bauherr wollte mehr Platz, dann haben wir das hier so gelöst. Da fehlt es noch aus bei der Wärmedämmung mit 50 cm. Hier ist es knapp, und zwar, weil das ist ein Ort, wo die haben manchmal wirklich 6 Wochen einfach Nebel. Und das ist ein Nachteil da. Der muss mehr feuern als 2 Bananenschachteln voll Holz. Einfach weil jetzt aufgrund der Situation das so ist. Aber es funktioniert soweit auch. Einfach, er hat mehr Aufwand. Er hat nur einen Holzofen drin. Das ist auch, wir haben es hier abgesetzt. Es ist Streifenfundament, sind da unten. Da ist eine Unterlüftung. Das haben wir aus Holzelementen und das Dach auch. Das sehen wir nachher in einem Video, wie wir das zusammengebaut haben. Hier einfach das ist dieser kalte Bereich hier, da ist der Eingang, wo man hineingeht. Und das verputzt ist mit Kalk verputzt, außen und innen ist mit Lehm verputzt. Den Lehmverputz innen haben wir aufbereitet aus dem Aushub von diesem Gebäude. Außen haben wir Kalk genommen. Das ist diese Südwestfassade, die eigentlich der große Energielieferant ist. Und hier oben ist eine Markise da. Und innen, man sieht nichts. Oder? Das Einzige, was man dann was man sehen kann, ist, das schaut ganz normal aus. Aber was man sehen kann, ist zum Beispiel, wenn so Nischen sind. Oder man muss halt dann irgendwie damit umgehen. Entweder sagt man, ich möchte diese Nische haben. Das Interessante ist nämlich bei diesen Nischen, wenn wir sie offen lassen und Kinder kommen in den Raum, die meisten Kinder gehen sofort hier hinein, in diese Nische, also wenn sie breiter sind als das jetzt. Jetzt haben wir, in dem Fall haben wir jetzt einfach den Waschtisch, also das ist ein kleines Räumchen, wo die Waschmaschine steht, haben wir den Ausguss hineingebaut. Man muss irgendwie daraus was machen. Man sieht, da drinnen war dieses kleine Waschtisch da. Zwischenwände, wie war die Zwischenwände gemacht? Das kann man machen, ganz wie man will. Das kann sein. Hier haben wir so eine kleine Riegelkonstruktion hineingemacht, ganz einfach, Holzriegel und konventionell. Oder andere Orte haben wir dann mit Lehmziegeln gemauert. Dann haben wir auch schon eine Riegelkonstruktion gemacht und es mit Lehmziegeln ausgemauert. Das ist völlig offen. Wenn man genügend Platz hat, kann man es natürlich auch aus Stroh machen. Hier haben wir jetzt die ganzen Dachelemente haben wir vorfabriziert und dann einfach draufgesetzt. Aber das sehen Sie nachher im Video da. Und es hat eine Woche. Wir haben am Montag begonnen und wir waren am Freitagmittag war es fertig. Und im Video sehen Sie jetzt eigentlich diese Woche dann, wo wir das aufgebaut haben bis hinauf und auch noch wie der Verputz drauf kam. Und dieses Haus stand in einem neuen Einfamilienhausquartier drin. Überall sind konventionelle Häuser gebaut. Und es war sehr, wie soll ich sagen, sehr eindrucksvoll zu sehen, wie die Leute reagiert haben, als da der große Sattelschlepper kam mit den Strohballen in dieses Dorf, in dieses Ding hinein. Und dann kam der Wind und hat alle beglückt in der Umgebung. Aber diese anfänglichen Spannungen haben sich dann im Verlauf der Woche langsam gelöst. Oder das? Jetzt kommt dieses Video, es dauert fast 30 Minuten und nach diesem Video würden wir dann eine kurze Pause machen, wenn das recht ist. Kann man das Licht haben? Das sind jetzt diese Dachelemente, die Sie da zusammenbauen.
Hier war es genauso. Wir haben die Strohballen bestellt, die Maße bekommen, dann haben wir die Elemente so vorfabriziert, und als die Ballen kamen, waren sie 2 cm zu breit. Da mussten wir alle aufschneiden und ausstopfen. Das ist die normale Geschwindigkeit, wie wir in der Schweiz arbeiten. Das ist der Bauherr. Hier sind einfach die ganzen Dachelemente inklusive Unterdach drauf, damit wir eben möglichst schnell das Haus decken können. Da sieht man jetzt diese Streifenfundamente, die Unterlüftung eigentlich. Oder die Ingenieure haben Freude, weil die, da ist jetzt 55 cm hoch, wie Platten sind das, oder? Und das ist statisch natürlich sehr gut. Unten ist einfach eine Dachpappe aufs Holz, auf den Beton. Oder diese Ballen, die wir hier gehabt haben, das waren ungewöhnliche Ballen. Die hatten nur 50 cm Höhe. Wir haben keine anderen bekommen damals. Und dann haben wir die genommen. Es hat Vorteile und Nachteile. Vorteil ist, dass die Wände fast irgendwie gerader werden. Der Nachteil ist, man hat doppelt so viel Arbeit, um das Ganze zu setzen, oder? Und dann an den Ecken oder an den Anschlüssen, oder? Wo wir mussten wir natürlich die Ballen halbieren. Man bindet sie einfach beide Teile separat zusammen und am Schluss schneidet man die alten Schnüre in zwei. Im Kopf denkt man, man sei unheimlich stark, aber in Wirklichkeit ist es dann nicht mehr ganz so. Ja, wir machen's, bis jetzt haben wir es meistens selber halbiert. Aber es braucht, 2 Leute haben so 20 Minuten, bis sie einen halbiert haben. Und jetzt beim letzten Haus letzten Jahr auf dem Reschenpass haben wir den Bauern mehr bezahlt für 100 Kilo Stroh und er hat uns dann halbiert. Dann kamen die und das war sehr gut so. Also
wenn man einen Händler oder einen Bauern findet, der einem das macht, dann kann man ihm ruhig einiges mehr bezahlen und es ist dann besser auf der Baustelle. Weil das Problem ist dann auch bei den Maschinen, es ist anscheinend anders von der Festigkeit her, wenn er halbe macht oder große. Bei den kleinen muss er irgendwie den Druck erhöhen, damit das ungefähr gleich ist. Und wenn man es von Hallen teilt, kann man das behalten. Das ist jetzt wieder diese Kiste, wo wir vorher gesehen haben, wo das kleine Waschtisch drin war. Das ist Es hat sich auch gezeigt, dass auf dieser Baustelle waren wir viel zu viele Leute. Oder da kamen vom Bauherrn kamen 5, 6 Freunde und die IG Lehm, das ist die Interessengemeinschaft Lehm in der Schweiz. Da kamen auch etwa 6, 7 Leute. Und am Schluss waren wir 12, 14 Leute auf der Baustelle. Manchmal ist das toll, um gewisse Arbeitsschritte zu machen, aber einmal ist es gefährlich, wenn so viele herumtun, und zum Zweiten ist einfach, ich habe viele bessere Erfahrungen gemacht, wenn so 4, 5, 6 Leute, die wirklich ja, Handwerker oder Handwerk verstehen, wenn die brauchen zwar etwas mehr Zeit, aber die Stunden sind viel kleiner, als wenn ja eine riesige Mannschaft auf der Baustelle steht. Oder es gibt Bemühungen in Deutschland, dass sie Baustrohballen machen. Ich bin aber der Meinung, dass das falsch ist, oder? Weil dann kommen wieder irgendwelche speziellen Firmen, die machen dann wieder irgendwelche Tests und die Strohballen verdreifachen sich dann vom Preis. Ich gehe lieber zum Bauern oder zum Strohhändler und sage ihm, was ich brauche und bezahle ihm etwas mehr. Und ich bekomme dann wirklich das, was ich brauche, und er hat ein bisschen mehr, bekommt etwas mehr dafür, und bei alle drei sind glücklich, ich, der Bauer und der Bauherr. Bei der Lösung haben wir es gemacht aus zwei Gründen. Einmal wegen den Bändern. Hier haben wir es noch zusammengezogen mit Bändern. Und das Zweite ist, dass ich nicht wollte, dass es auf dem Boden liegt hier, weil wenn es mal wirklich ein Regen wäre und hier kommt Wasser auf den Boden, dann wird das auf die Seite rinnen, dann ging es unten die Strohballen hinein, und wenn wir dann die Wand hochgezogen hätten, zwei Geschosse, dann wäre es blöd, wenn unten drin komplett nass ist mit Stroh, einfach ausgestopft. Das war jetzt der dritte Tag, Mittwoch. Oder hier sieht man da, wo es sich dann setzen kann noch. Das wird noch 20 cm herunterkommen da. Ja, wir haben hier, glaube ich, 5 Wochen gewartet. Oder man misst dann, man kann immer messen. Also 2/3 der Last kommt herunter in den ersten paar Tagen. Oder die Hälfte wahrscheinlich, wenn man das Gewicht drauf setzt. Und dann, wenn alles Gewicht drauf ist, dann setzt sich das langsam. Aber die Setzung wird immer kleiner, kleiner, kleiner. Kriegt man nie hin. Oder diese Bänder, die haben eine Bruchkraft von 900 Kilo das Stück. Oder wir haben zwar alle 50, 40, 50 Zentimeter ein Band, aber das kriegt man nie zusammen. Ich habe es jetzt umgedreht und gesagt, wir machen die gar nicht mehr. Wir setzen da,
das ganze Konstruktion drauf und das Dach, lassen es setzen. Und wenn es sich fertig gesetzt hat, dann machen wir an den Ecken Verbindungen nach unten, damit, wenn ein Sturm mal stattfinden würde, damit das Dach nicht wegfliegt. Das macht man bei den Holzhäusern ja auch. Einmal Arbeit, viel Arbeit, um das zu machen. Und man kann es nicht vorspannen, in dem Sinn kann man nicht, das ist eine Illusion. Man müsste da mit 20, 30 Tonnen ziehen. Oder? Und deshalb haben wir dann jetzt aufgehört mit dem. Weil es geht darum, eigentlich beim Aufbau jeden Arbeitsschritt, wenn möglich, zu eliminieren. Und einfach eine Lösung zu suchen, wie es einfacher geht, damit am Schluss die Kosten sind. Na, auf dem Haus, das wir aufgebaut haben, auf dem Restenhaus, haben wir keine Bänder mehr verwendet. Weil es hat noch einen weiteren Vorteil. Jetzt schneiden wir immer die Strohballen, wenn das Haus aufgebaut ist und fertig zusammengepresst, dann schneiden wir mit Kettensägen die Außenwände. Einfach, wir rasieren sie auf eine Art. Und das hat den großen Vorteil, dass dann der Verputzer viel weniger Arbeit hat und viel weniger auftragen muss. Wenn man das nicht macht, dann stehen immer diese Strohhalme, stehen dann so heraus und dann braucht es viel mehr Mörtel. Wenn wir es schneiden mit Kettensägen, dann sagen die Verputzer, dass es gleich gut geht oder besser, als würde man einen Backstein verputzen. Weil, wenn Sie sich vorstellen, alle diese Halme kommen ja horizontal heraus und man schneidet die senkrecht ab, dann dringt der Mörtel richtig hinein und hält sehr gut. Ja, oben sind jetzt Kleinballen. Ich versuche, es geht, oder? Man kann das machen. Aber man ist statisch, bewegt man sich in gewissen Randbereichen. Das hat dann zur Folge, dass die Wände leicht ausbeulen während dem Sitzen. Und man muss sie dann so, wie jetzt hier, muss man sie wie vernageln. Oder man schlägt dann bei jeder Lage, schlägt man dann irgendein Holzstickel oder ein Bambusstickel hinein und der verbindet dann drei Lager miteinander. Und bei jeder Lage dann entsteht eine Art Armierung da drin. Und natürlich auch von der Isolation her, weil die Isolation ist ja, eben vom Stroh her ist es günstig und es spielt von den Kosten nicht eine allzu große Rolle. Es ist etwas teurer, weil das Dach wird ein bisschen größer und das Fundament ist ein bisschen größer, wenn man die großen Ballen nimmt. Man hat natürlich vorne, wo die Glasfassade ist, ist man dünner als bei einem konventionellen Bau. Was man auch nicht braucht, ist ein Heizraum oder ein Siloraum oder Öltankraum, braucht man auch nicht. Es kann sein, Situationen, wo man die Ballen dünner machen muss oder mit dünneren arbeiten muss, aufgrund des Platz, aber das war eigentlich bis jetzt einmal der Fall. Weil normal sind ja die Grundstücke fix, man darf bestimmte Menge drauf bauen und oft wird nicht das Maximum drauf gebaut, außer man macht aus Spekulationsgründen irgendwie Wohnungen drauf. Der ist immer darüber geflogen. Anscheinend, der Bauherr hat gemeint, es sei ein gutes Zeichen. Aber er hat wahrscheinlich nur Mäuse fangen wollen, oder? Hier war daneben gerade ein Kornfeld. Das Stroh ist auch ungefähr 20 Kilometer entfernt gewachsen. Aber das Kornfeld vom Nachbarn, das war noch nicht reif damals. Und bis jetzt hat es eigentlich bei jedem Strohballenbau, den wir gemacht haben, geregnet oder geschneit.
dann befestigt man dann diesen Kranz. Man bohrt einfach Löcher durch und schlägt auch diese Holzstickel hinein. Und hier haben wir jetzt die vordere Front einfach mit Baustützen provisorisch in die Höhe gehoben und wir haben die gesetzt, so wie das Stroh heruntergekommen ist. Und als sich das nicht mehr bewegt hat, das Stroh, haben wir vorne die Baustützen ausgewechselt mit Hölzern, die dann der Zimmermann eingebaut hat. Das war das Amt für Energie, Kanton Basel-Land. Und danach, nach diesem Besuch hat der Bauherr 10.000 Franken bekommen. Das war dann der Freitag. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass dieser Elementbau, wir haben schon verschiedene auf diese Art und Weise gemacht, da ist man sehr schnell, es funktioniert sehr gut. Aber von den Kosten her gibt es günstigere Methoden als das. Aber in diesem Fall hier hat es eigentlich gut funktioniert mit diesen Elementen. Aber es ist so, wenn man das Haus so plant, dann ist es weniger eigenbautauglich. Also, das kommt auch darauf an, wenn jemand ein Strohballenhaus im Eigenbau realisieren möchte, dann muss man es anders planen, weil der Bauherr hat ja nicht unbedingt einen Kran zur Verfügung, und mit dem man solche Elemente dann transportieren kann, sondern dann muss man eigentlich die Konstruktion so machen, dass es handhabbare Stücke werden für ein, zwei Menschen. Oder es gibt Häuser, oder die bestehende Häuser, oder die auch mit Mauerwerk, die man dann mit Stroh außen isoliert hat. Sie meinen das, oder? Ja, das gibt's. Ich habe eines gesehen in New Mexico, das war nicht gemauert, sondern das war eine Stahlkonstruktion, eine Art Werkstatt, und der hatte dann zu heiß da drin, vor allem weil die Sonne immer auf diese Wellbleche geschienen hat, und dann hat er das ganze Ding mit Stroh eingepackt. Und anscheinend hat es funktioniert. Also es ist ja ganz von der Bauphysik her, wenn man es außen drauf tut, dann muss man nur darauf achten, dass von unten her keine Feuchtigkeit heraufkommt. Und dann geht's.
auf jeden Fall hat sich der Charakter des Gebäudes komplett geändert dann von außen. Ne? Wir haben keine eingezogen, und zwar weil die statische Höhe so groß war, dass der Rechner das berechnet hat, dass keine Horizontalkräfte mehr entstanden sind. Oder weil, wenn man nur zwei Sparren nimmt, 15, 20 hoch, dann geht das nicht. Aber wir hatten 55 cm, oder? Und dann war das ausreichend. Auf jeden Fall, das Haus steht immer noch, oder? Das war jetzt so anderthalb Monate später. Sie sehen hier, das Kornfeld vom Nachbarn ist abgeerntet und wir haben mit dem Verputz begonnen. Außen ist Kalkputz. Wir haben hier einen Putzträger genommen, das ist ein Geogitter aus Kunststoff. Der Bauherr wollte kein Metallgitter drin, dann haben wir den Geogitter gemacht. Man kann auch Gebäude machen, in Amerika machen sie eigentlich selten solche Gitter hinein, aber die stört das auch nicht, wenn mal ein Riesen steht. Und bei uns ist das, wenn ein kleiner Riesen steht, immer ein riesiges Drama. Und dann versuche ich eigentlich immer so ein Gitter hineinzutun. Entweder, dass es ein Hühnergitter ist oder dass es so ein Gitter ist, einfach um diese größere Sicherheit zu bekommen. Das ist jetzt der Innenputz aufbereitet. Und zwar ist aus dem Aushub, den wir gemacht haben für dieses Haus, haben wir den Lehm aufbereitet. Er war zu fett und wir mussten Sand beifügen. Das haben wir gemacht, um größere Löcher dann zu stopfen. Das sind Rispenbänder, sagen wir. Das ist Metall auf der inneren Seite. Oder das ist auch, wenn man die dünnen, das ist zum Beispiel ein Punkt. Oder wenn man kleine Ballen nimmt, dann braucht es plötzlich Windaussteifungen gegen Horizontalkräfte. Wenn man die großen Ballen nimmt, braucht es das nicht, weil die großen Ballen sind so stark, dass das aushält. Wenn man das mit stärkeren Bändern ausgleichen würde? Ja, wir haben es auch schon versucht, mit zwei, drei Kunststoffbändern. Aber ich traue denen nicht so recht. Oder man kann die Festigung ist nicht so ganz einfach. Man könnte sicher, irgendwie Brechte würde man schon hinkriegen. Aber mit großen Ballen ist das gar nicht notwendig, oder? Dann hat man das Problem gar nicht. Oder hier sieht man eben dieses Papier unten, dann die Schilfmatte darüber. Das ist immer dort, wo Holz darunter ist. Ich versuche auch immer, dass die Putzfläche übers Ganze geht, weil der Putz ist dann für sich die Winddichtigkeit fürs Gebäude. Die Bänder halten den obersten Kranz zusammen und die Dachelemente sind auf diesen Kranz geschraubt oben. Und die Bänder halten eigentlich das zusammen, bis hinunter aufs Fundament. Das haben wir jetzt eben begonnen anders zu lösen, einfacher, dass wir das ganze Konstruktion aufgebaut haben, sich setzen lassen haben und dann am Schluss, wenn es fertig war, haben wir eine Verbindung geschaffen auf der inneren Seite vom Dach zum Fundament. Hier haben wir unten der Bauherr hatte große Angst vor Mäusen, dann habe ich gesagt, ja gut, machen wir noch ein Gitter hin. Und das Gitter war auch doch zusätzlich ein Schutz, wenn ein Auto hineinfährt.
versetzen manchmal auch Stromkabel ins für die Elektrizität in Stroh hinein. Und zwar müssen wir dann, bei uns muss man, es gibt so Schutzrohre für brennbare Materialien, und das sind bei uns die roten, und solche das sind bei uns die grauen, und solche für nicht brennbare Materialien, die sind bei uns rot. Und das ist erlaubt, wir können da mit der Kettensäge nur einen Schnitz machen, da kann man das hineindrücken, oder? Das geht sehr gut. Das ist dann eigentlich konventioneller Hausbau ringsherum, die ganze Holzkonstruktion. Da hat es ausgeschaut, haben die Nachbarn wieder komisch geschaut, als wir nur dieser Block stand im Grundputzer, hat dann ausgeschaut wie so eine Burg, also ein grauer Klotz. Oder ich habe gesehen, wenn man Strohballenhäuser baut mit dicken Isolationen, dann macht es eigentlich Sinn, dass man bewusst die Räume unterscheidet. Oder welche Räume werden warm sein und welche Räume sind kalt. Also bis jetzt, oft macht man ja einfach ein Haus und da drin gibt es Abstellräume, Garagen, alles mögliche, Wohnräume, und alles ist beheizt auf 20, 22 Grad. Das finde ich einen Blödsinn, oder? Weil man muss, wenn man sich überlegt, dass Abstellräume, es gibt solche, die müssen einfach trocken sein, aber spielt keine Rolle, auch wenn die mal minus 20 Grad haben drin. Und dass man bewusst unterscheidet. Es gibt die dick isolierte Räume und die Nebenräume oder die Räume, die brauchen nicht diese, die müssen einfach trocken sein. Woran sich die Handwerker zuerst gewöhnen müssen bei diesen Bauten, ist, dieser 1 cm Bautoleranz genügt nicht. Oder es wird größer werden. Oder es ist auch bei einem anderen Haus, haben wir einmal diese dürre Fensterelemente gesetzt, und dann, als wir das erste Geschoss gemacht haben, dann kam der Polier der Zimmereifirma und kam ganz entsetzt zu mir, zu dem Bauherrn und dem Bauleiter. Er hat gesagt, ihr macht ja alles krumm, ist ja ein Wahnsinn, es stimmt nichts mehr. Dann habe ich ihn gefragt, ja, wie viel stimmt es denn nicht? Dann hat er gesagt, 4 mm aus dem Senkel. Und ich und die anderen zwei haben begonnen zu lachen, oder? Dann war er wütend, ist nach Hause, oder? Aber, oder die Wände können gut und gerne 5 cm oder auch mehr aus dem Senkel sein. Also
nicht, dass jetzt das Dach plötzlich das ganze Gebäude schief steht, aber dass die Wand muss nicht unbedingt gerade sein. Man kann sie gerade machen, wenn man will, aber es braucht einfach mehr Arbeit, es muss mehr sauber dann abgeschnitten werden außen und man muss mindestens ein oder zwei mehr Arbeitsgänge machen, damit man das ganz gerade hinkriegt. Es ginge, aber am einfachsten ist es eigentlich, wenn man das nicht so macht, sondern einfach das Stroh sein lässt, wie es ist.